Herzlich willkommen zum 5. DCS Tutorial zum Modul Combined Arms und heute schauen wir uns einmal die Luftabwehreinheiten an. Und wir sehen hier zwei AH-1 Cobra, die auf unsere Stellung zufliegen. Wir wechseln mal in die Kartenansicht und wir haben hier einmal eine ZSU 23-4 Schilka. Dabei handelt es sich um eine Flugabwehrkanone, das heißt um ein Flugabwehrgeschütz oder auch AAA für Anti-Aircraft Artillery genannt. Dann haben wir hier eine SA-13 Strela. Dabei handelt es sich um ein Fahrzeug, in dem der Schütze, den wir sehen wir dort, entweder optisch oder elektrooptisch das Ziel anvisiert und die Raketen, die von diesem Fahrzeug aus verschossen werden, sind infrarot gelenkt, also folgen einer Hitzesignatur. Und dann haben wir eine SA-15. Dabei handelt es sich um eine Raketenbatterie, die ihre Ziele mit Hilfe des viereckigen Radars erfasst, verfolgt und eben auch radargelenkte Raketen verschießt. So, wir springen einmal in die SA-13 und warten auf unsere Ziele, schauen einmal kurz aus welcher Richtung die da kommen. So, Heading 210. Und dann springen wir wieder in unseren Turm rein und gehen mal auf das Heading 210. Und da hinten sehen wir auch schon zwei schwarze Punkte. Mit der rechten Maustaste können wir in den Zoom schalten. Und hier müssen wir, wie gesagt, optisch zielen und sind dann natürlich auf die Reichweite der Raketen angewiesen. Die seht ihr jetzt unten rechts in der Ecke. Das sind die 9M37. Da könnt ihr in der Enzyklopädie auch nachschlagen, was das für Raketen sind. Und wir sehen, die KI-Hubschrauber wissen also, dass sie sich innerhalb unserer Waffenreichweite befinden und feuern jetzt präventiv Hitzefackeln, also Flares ab. Das heißt, wir werden hier auch Probleme bekommen, die Ziele zu erfassen. Das machen wir, indem wir mit dem Fadenkreuz in etwa in die Richtung gehen und einmal die Taste Enter betätigen. Wenn die in Reichweite sind, seht ihr unten links in der Ecke die Zeit, bis das Ziel erfasst ist und dann auch die Entfernung und die Target-ID und mit der linken Maustaste feuern wir einmal eine Rakete ab. Okay, die ist dahinter explodiert und dann noch eine. Okay, und den haben wir versenkt. Und dann haben wir dort den zweiten Hubschrauber. Dazu wechseln wir einmal in unsere Schilka. Auch hier seht ihr die Waffenreichweite. Und wenn ihr euch das einblenden lassen wollt, auch noch die Erfassungs- oder Sichtreichweite. So, und die Schilka ist ja wie gesagt eine Flugabwehrkanone. Wenn ihr hier das Ziel erfasst, dann bekommt ihr quasi einen Vorhaltepunkt angezeigt, wo ihr hinziehen sollt, um das Ziel in etwa zu treffen. Okay, jetzt ist er hinterm Horizont verschwunden. Das ist natürlich ungünstig. Wir schauen mal, wo er sich versteckt. Okay, der ist jetzt natürlich im sehr niedrigen Flug, um nicht getroffen zu werden. So, das heißt, wir fahren einfach mal in diese Richtung, da ist er wieder. Die Schilka hat ungefähr eine Reichweite von einer Meile.
Und wie das mit Flugabwehrkanonen so ist, es ist natürlich entsprechend schwer, das Ziel zu treffen. So, wir sehen das hier nochmal. Also, wir haben hier einmal die Reichweite der Schilka. Dann haben wir hier einmal die Reichweite der SA-15 Tor und hier die Reichweite der Strela. Die radargelenkten Raketen haben natürlich von Natur aus die größte Reichweite. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo sich dieser Cobra-Helikopter versteckt auf 306. Okay, da kommt er. Wir erfassen ihn einfach mal, lassen ihn diesmal ein bisschen näher rankommen. Wir sehen, das sind 1500 Meter, also das ist schon fast an der Maximalreichweite von unserer Schilka. So, jetzt kommt er näher. Und da haben wir ihn erwischt. Gut, jetzt habt ihr schon zwei verschiedene Luftabwehrsysteme gesehen. Also einmal die Schilka. Auch hier könnt ihr, wenn unterschiedliche Bootwaffen zur Verfügung stehen, natürlich die Waffe wechseln. Und ihr seht rechts unter der Lebensanzeige mit den 100% seht ihr so einen Pfeil. Auch die Schilka hat ein Radar zur Verbesserung der Genauigkeit an Bord. Das seht ihr hier, dieses runde Ding, das ist das Radar. Und um nicht von radargesteuerten, also sogenannten Anti-Radiation Missiles getroffen zu werden, kann man das eigene Radar mit der Taste I auch ausschalten. Ne? So Flugzeuge wie die F-16, die F-18 oder der Tornado, die haben ja die Möglichkeit, die AGM 88 HARM mitzuführen. Das sind also Raketen, die auf ein feindliches Bodenradar ausgerichtet werden können und dieser Radarsignatur quasi passiv folgen, um eine SAM zu zerstören. Das ist auch das, was man Z-Einsätze nennt oder Suppression of Enemy Air Defenses. Und damit ihr eben nicht Opfer von so einer Rakete werdet, ist es hilfreich, natürlich, wenn man weiß, dass solche Jäger in der Nähe sind, dieses eigene Radar ab und zu auszuschalten. Was aktuell von Nachteil in den Luftabwehreinheiten ist, dass ihr natürlich kein richtiges Radar habt, also dass ihr nicht irgendwo anhand eines Radarbildschirms seht, von wo die Bedrohung kommt. Den Umweg kann man, wie ich das gerade gemacht habe, aktuell umgehen, indem man die Karte auswählt. Dann sieht man die Einheiten natürlich auch erst, wenn die in der eigenen Reichweite des Radars bzw. in der Sichtreichweite sind. Es gibt im Eagle Dynamics Forum jedoch schon ein paar Screenshots von Combined Arms 1.5 und dort soll es dann auch möglich sein, dass ihr in einer der Ecken einen Radarschirm angezeigt bekommt, damit ihr also seht, aus welcher Richtung die Bedrohung kommt, auch wenn ihr sie optisch nicht seht. So, wir wechseln nochmal kurz in die SA 13 und hier sehen wir, hier können wir also auch auf dieses kleine Bord-MG wechseln, 7,62 mm, und dann zum Beispiel Infanterie oder ungepanzerte Fahrzeug unter Beschuss nehmen. Diese Position wechseln wir mit der Taste Q und wenn wir in der Ansicht sind, dann haben wir wieder unsere infrarot gesteuerten Raketen. Gut. Ganz zum Schluss baue ich die Mission schnell um und dann schauen wir uns natürlich auch einmal die SA-15 Tor an. Das hier ist die Strela und ihr seht, die hat schon zwei Raketen verschossen. Wenn die alle sind, dann dauert das natürlich eine ganze Weile, bis man nachgeladen ist. Man kann sich aber auch hier wie bei anderen Einheiten die Munition verbrauchen, die Trucks in die Nähe stellen, damit man eben schneller wieder aufmunitioniert wird.
Okay, da sind wir wieder. Wir haben jetzt mal zwei F-16 eingebaut. Die haben jeweils zwei AGM-88-Hamm dabei. Das sind diese weißen großen Raketen und die können, wie gesagt, auf feindliche Raketenstellung abgefeuert werden. Wir wechseln in unsere Tor und schalten einmal unser Radar ein. So. Jetzt seht ihr, der Pfeil ist gelb, also dieser Blitz, das bedeutet, unser Radar ist eingeschaltet. Das heißt, die F-16 können mit ihren Pods jetzt auch unser Radar erfassen und Raketen abfeuern. Wir beobachten das Ganze mal. Die kommen aus der Richtung 197. Die sind jetzt hier natürlich noch sehr weit weg, deswegen wird es schwer, die optisch zu erfassen. Wir können einfach mal runter Richtung See fahren. So, und ihr seht, wenn das eingeschaltet ist, dann ist dieses Radar eben oben und dreht sich und die Raketen bei der Tor kommen da oben raus. So, ich nehme an, die F-16 nehmen nochmal Anlauf. So. Wir haben jetzt hier natürlich eine größere Reichweite der Waffen. Sprich, wir können die auch eher erfassen. So, und wir sehen, jetzt drehen sie nochmal ein. So, na, da haben wir, glaube ich, keine Chance, die Jungs zu erfassen. Und wir sehen, da ist auch schon die Harm unterwegs. Die fliegt also auf uns zu, das heißt, wir schalten jetzt am besten mal unser Radar aus und bewegen uns auch noch ein bisschen fort, weil ansonsten trifft uns die Rakete natürlich trotzdem, weil die eben den letzten Standort... Okay. Und da wären wir beinahe getroffen worden. So, und sobald wir das aber aushaben, haben die eben keine Chance mehr, uns zu erfassen. So, wir schalten das Radar wieder ein. Und da haben wir eine von beiden, okay. Und jetzt haben wir natürlich den Nachteil, dass unsere Raketen semi-aktiv gelenkt sind. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit das Ziel anvisiert behalten, damit die Rakete das Ziel auch trifft. Wenn uns also jetzt einer von den beiden ins Fadenkreuz nimmt und eine AGM-88 abfeuert, dann war es das für uns, es sei denn, wir schalten unser Radar aus, aber dann ist auch unsere eigene Rakete wieder dahin. So, noch ungefähr 10 Kilometer entfernt, da sehen wir ihn. Der hat natürlich jetzt seine Waffen abgeworfen, damit er besser manövrieren kann, jedenfalls... Ja, er hat seine Waffen abgeworfen, das ist natürlich schade. So, falsche Einheit ausgewählt. Zack. So, aus irgendwelchen Gründen bewegt sich mein Geschützturm, ohne dass ich das von ihm möchte. So, jetzt haben wir sie natürlich wieder verloren.
Okay, Heading 179. So, ich weiß leider nicht, warum der sich heute selbstständig bewegt. So, wir schauen mal. Da haben wir ihn. Okay, das sieht mir fast so aus, als ob er davon fliegt. Ich glaube, wir hatten gerade eine Entfernung von 20 Kilometern. Das ist zwar jetzt schade, dass die davon fliegen. Letzten Endes ist das für euch in eurer Mission mit der Luftabwehreinheit natürlich ja, mehr oder weniger das Missionsziel. Denn ihr seid ja dafür da, dass der Luftraum frei ist, und das kann man entweder dadurch machen, dass man die gegnerischen Lufteinheiten abschießt, oder alternativ, dass man eben so aggressiv auftritt oder seine Position so gut gewählt hat, dass die gegnerischen Lufteinheiten sich gar nicht näher rantrauen. Okay, die versuchen das nochmal. Jetzt bin ich gespannt. Okay, er hat eine AW88 abgefeuert. Und die Dinger sind natürlich sauschnell. So, da war gerade der Lenkflugkörper direkt an uns vorbeigesaust. Und wenn ich das richtig gesehen habe, war das deren letzte Rakete. So, jetzt lassen wir die ein bisschen rankommen. Noch 9 Meilen auf 183. Okay, dann gucken wir mal, ob wir die sehen. Okay, da haben wir sie. So, wir erfassen die jetzt noch nicht, denn so wie ihr das von der A10 kennt, sobald wir die erfassen, kriegen die natürlich einen ordentlichen Piepton auf ihrem RWR. Solange wir die nur anstrahlen, wissen die nicht wirklich, dass wir sie sehen. Okay, jetzt hat er einen Piepton und jetzt feuern wir gleich mal 2 Raketen, damit er ordentlich zu kämpfen hat. Das macht er natürlich gut, muss man ihm lassen. Also ich habe hier die KI auf Random, sprich Zufallsgenerator, gestellt. Okay, aber der Treffer saß. Und der ist schon gar nicht mehr relevant. So, und da haben wir die zweite F-16, die trollt sich hier an mir vorbei. Da schaue ich doch mal, ob ich die nicht optisch mit der Strela erfassen kann. Wenn ich sie sehe, jetzt weiß ich natürlich nicht, auf welcher Höhe die F-16 fliegt. Okay, 1,8 Meilen auf 044. Ja, das wäre jetzt mal ganz interessant. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Also es ist halt von Nachteil, da man hier nicht wirklich ein Radar hat. Okay, das ist natürlich sehr aggressiv hier, was die F-16 macht. Okay, und das sieht mir so aus, als wäre sie... Nee, die fliegt noch rum. Okay, ich sehe sie halt einfach nicht. Dann gucken wir mal ein bisschen weiter oben. Okay, da haben wir sie. So, Nachbrenner drin ist natürlich nicht gut für Raketen, die auf Hitze reagieren. Aber ich glaube, es waren auch keine Flares mehr an Bord. Und da haben wir den zweiten zerstört. Und um auf den Punkt von vorhin zurückzukommen, es gibt
wie gesagt, zwei Möglichkeiten, wie ihr erfolgreich in der Rolle mit den Luftabwehreinheiten operieren könnt. Entweder ihr schießt eben die gegnerischen Lufteinheiten ab, das ist Option 1. Option 2 ist, dass ihr taktisch, strategisch so gut platziert seid, dass sich der Gegner gar nicht an euch rantraut und natürlich dann auch mit solchen Hilfsmitteln wie dem Radar spielt. Das heißt, dass ihr ihn immer mal wieder lockt. Denn wenn man auf seinem eigenen RWR merkt, dass man von einer Luftabwehreinheit gelockt ist, dann dreht man natürlich im Idealfall als Pilot ab, wenn man keine geeigneten Waffen zur Bekämpfung an Bord hat. Und auch so kann man natürlich eine Runde gewinnen. In der Regel, real gesehen, ist es ja so, dass eine Luftabwehreinheit nicht einfach so in der Pampa rumsteht, sondern dass die eben strategisch sinnvoll platziert sind, um zum Beispiel Objekte wie den Flughafen, hier in dem Fall Beslan, zu schützen. Also wenn jetzt die blaue Seite versuchen würde, Beslan anzugreifen, dann solltet ihr euch natürlich entsprechend der Richtung, aus der der Gegner zu erwarten ist, platzieren. Und dann macht ihr bitte nicht das, was ich hier für das Tutorial gemacht habe, nämlich euch mitten auf die Wiese stellen. Dadurch seid ihr natürlich leicht erfassbar für Hilfsmittel wie Targeting Pods, sondern platziert euch in der Nähe von Gebäuden oder Bäumen, dann seid ihr sehr schlecht zu erfassen. Gut, das war's für heute mit dem Tutorial zu den Luftabwehreinheiten. Ich freue mich, wenn euch das Tutorial gefallen hat, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Tag noch, tschüss!